heute eine relativ kurze Etappe. Das Wetter hat sich doch eigentlich schon relativ verbessert. Hatte ja noch bis in die Morgenstunden genieselt. Gestern mit etwas mehr Wind und etwas stärkeren Regen. Ich glaube, die Entscheidung so war schon verkraftbar. Die Gastgeber, sehr nett, wir waren die einzigen. Hier ist auch gleich ein chinesisches Restaurant. Sie hat gerade gefragt, Essen, Essen. Aber wir durften verneinen, wir müssen los. Wir haben sowieso alles am... Süß-sauer habe ich nicht gerochen, mehr diese Krabbenchips. Die lagen auch beim Einchecken auf der Theke. Ach, die lagen auf der Theke, na dann erklärt sich. 1 Euro, wundervoll. Ja, gucken wir mal. Also Wetter sieht zumindest erstmal besser aus. Kurze Etappe, Rucksäcke sind schwer. Haben wieder gewogen. Ich habe mit 17,6 leider die Krone wieder auf. Ja, was hattest du? 16,1, Kati 16,7. Also da gibt es definitiv noch etwas Potenzial. Hm. 10.45 Uhr, wir haben unser Hotel verlassen. Sind binnen 3 Minuten wieder zurück in Deutschland. Euer Mann Hau. Das war auf jeden Fall eine gute Wahl, in diese Pension zu gehen. Das Wetter war über Nacht nicht besonders gut. Relativ stürmisch, regnerisch auf jeden Fall. Und wir haben eigentlich richtig tief geschlafen. Der liebe Lichtlos wollte gar nicht aufstehen. Ja, heute eine recht kurze Etappe. Noch kürzer, weil wir eigentlich im Wald übernachten wollten. Dann noch zusätzliche 3 bis 4 Kilometer gemacht haben. Deswegen heute nur in etwa 11 Kilometer, knappe 450 Höhenmeter. Das ist auf jeden Fall auch eine ordentliche Steigung, 4%, 5%. Ja, schauen wir mal. Kilometer nach Rübenau, unser heutiges Tagesziel. Aber wir wollten halt nicht in den Wald wegen irgendwelchen abstürzenden Ästen. Wir waren jetzt sozusagen schon wieder auf der rückwärtigen Seite und haben so ein bisschen eine Schlucht dann eigentlich so. Da war das haben wir aber auch gemerkt, sobald wir mal aus dem Wind raus waren, war es plötzlich fast windstill halt. Ne? Ja, aber oben war es schon windig kurz, richtig. Hier kommt man ja jetzt erstmal nicht so super hoch, das ist alles, bleibt so um die 700 Meter jetzt. Ja, genau. Ich mache jetzt mal weiter, weil hier steht nur hier oben Höhenangabe. Ich wollte jetzt mal gucken, ob das für meine. Ich habe 40 Minuten. Ja gut, dann 514 soll ich sein und da steht 515. Ist meine Uhr da ganz gut. Stark. So, dann tracken wir mal weiter. Nee, jetzt habe ich das Moos hier vorne scharf und den Baum dann da nicht. Anderthalb Stunde, 4,7 Kilometer. Erste Pause am Stößerfelsen.
bisschen windig hier. Jetzt wirklich nur als Dialekt deuten, was das halt hier drüben genau ist, quasi. Ne? Ah ja, das sagt er ja da gerade, da fahren die LKWs da. Ein LKW nach dem anderen. Wahnsinn. Snacktüte. Müssen wir die Maske aufsetzen? Oh, ein Telefonat brachte Klarheit, also es geht dann tatsächlich über die Spendenbox. Das ist nicht Mainz. Dusche. Das ist Mainz. Da darf ich ganz alleine raufgehen.
Teil schon aufgedreht oder bricht nicht wieder nach Gas? Ein bisschen, ja. Was ist meins? So, ich brauche 375. Doch. Aber dann könnten wir das ja nicht mit dem Reisig schon mal entfachen. Ja. Und würden dann mit den kleinen Ästen die dicken. Wenn die dicken erst mal brennen, haben wir sowieso gewonnen. Nee, ich finde es lustig, dass hier erstmal steht Primus aus Schweden und Made in Korea. Das fand ich gerade relativ interessant. Adidas ist auch Made in Taiwan oder sonst was, das ist eine deutsche Marke. Meinst du wieder lecker gleich? Glaube ich mal so ein Dreier-Porridge. Ja, Appetit. Hast du da auch mehr mit als eine? Ja, weil wir ja morgen, ne, eine Tüte, aber wir morgen quasi ja wahrscheinlich dann eher erstmal durchmetern und so. Und also ich finde nach wie vor jetzt gerade sehr unfair von euch, wie ihr einfach ignoriert, dass ich euch Kaffee gebe und ich von euch nichts. Was möchtest du haben? Möchtest du ein Milchcreme-Tütchen oder ein Zuckertütchen? Von deiner ich habe noch. Das ist bloß 5 Minuten Terrine heute und wird selbst die dörten Erbsen angereichert. Oh, also auch energiearm. Das ist ja bloß der Mittagssnack. Nachher gibt es ja noch was anderes. Ja, aber es gibt nachher noch was anderes. Ja, willst du nachher nicht nochmal kochen? Ich habe meine große Portion. Achso, ja, du isst heute Abend dann wieder kalt. Kalte Reste. Ja, vielleicht kann ich mir das nochmal warm machen. Halt, ne? Im Topf. Ja, über dem Feuer. Also da so ein Schwenkgrill. Ja, schwenke das dann einfach. Hast du da so ein Schwenkgrill? Ja. Kannst dann schön immer kreiseln. Ja. Autsch, der war heiß. Ja, es ist übrigens 16:20 Uhr. Ne? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, die essen in Ruhe und dann wer fällt ein, oder? Wer fällt ein? Kriegt man sich die Beine? Wichtig, nicht wärmer als 95 Grad. Und gut verrühren. Ja dann, guten Appetit. Ich brauche noch ein bisschen. Der Thunfisch muss ein bisschen zurück ins Wasser geführt werden. Lasst es euch schmecken. Meint es gut aus. Ich bin neidlos. Ich bin ja mal gespannt auf deinen Espresso. Ist es der jetzt schon? Na, es ist wahrscheinlich sehr dünn, würde ich sagen, oder? Ja, dünn und halt schwarz. Ja. Mit wie viel Wasser müsst ihr auch gekostet werden? 150, ja? Würde ich schätzen. Mehr dürfte es auch nicht sein. Appetit. Jawohl. Im Haus der Kammbegegnungen. Wo wir momentan relativ wenig begegnen. Mhm. Auf dem Kamm. Uns selbst. Uns selbst. Uns selbst, Kamm. Ja. Da wollte ich euch einmal aus dem Weg gehen. Aus dem Kamm gehen. Ich glaube, ich habe es nicht fotografiert, aber das habe ich noch nicht lange. Mikrotaul auf jeden Fall. Ne, den habe ich mir nach Bayern geholt, weil ich habe es bei Conny gesehen. Und die haben bestimmt geschossen. Wir beschlossen, auf den Aufbau unserer Zelte zu verzichten und in den großen Zelten zu schlafen.
Achso, ich erwähne es. Ja, das stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil die krabbelt in der Wohnung unter Umständen auch mal. So, warte mal, aber warum steht denn bei mir jetzt hier kein Preis? Bei dir stand ja jetzt ein Preis mit bei, ja, ne? Wir schon ein bisschen, ja. Bei mir geht nur das hier so, also diese Verklebung. Ja, vielleicht ist das auch verklebt. Aber auch nur von der Innen, von dem einen Schuh. Das ist doch. Markieren auch. Ich würde sagen, morgen machen wir 7 aufstehen. 30 saftige Kilometer. Ach, 30 nur? Wir haben übrigens schon mal das Streckenprofil angeschaut. Oh, das ist übel. Das ist sanfter Anstieg bis Kilometer 20. Dann ein sehr steiler Trot. Das sieht aus, als ob du irgendwo runterrutschst. Ja, als müsstest du innerhalb von einem Kilometer 300 Höhenmeter runter. Mhm. Und dann kurz vor Schluss dann um diese 200 Meter wieder hoch. Also genauso steil, wie wir runter sind. Genauso steil. Muss nochmal alles mobilisieren. Das sieht richtig fies aus. Ja. 38 los ist eine anderthalb Stunden früher, als wir bei den 28 Kilometern losgelaufen. Ja, aber ich meine, damit können wir ganz gut fahren. Daraus wird in der Regel sowieso 8:45, aber wenn wir 8:30 festhalten. Ja, wir sollten als Ziel 8:30 haben, damit wir um 9 Uhr loskommen. Aber wirklich los, ja. Nee, das haben wir immer mit einmal gemacht. Ja, nee, viel Wasser, weil du zweimal Wasser. Ja, du brauchst viel Wasser, ja. Aber an sich habe ich alles in einem Topf gemacht. Ja. Nee, also 9 Uhr. Beim Frühstück. Das ist schon okay. Ich glaube, durchgehende. Kochzeit habe ich schon mehr. 1,5 Stunden mittlerweile. Kein Witz, wirklich 1,5 Stunden etwa. Du musst wirklich über solche Sachen nachdenken. Ja, weil wenn ich überlege, und was steht drauf auf der Kartusche, wie lange man soll, können soll? Gibt es da irgendwas? Ich habe überhaupt nicht verstanden, da ist draußen eine Zeichnung drauf, da steht 1, 0,5, 0 auf deiner Kartusche. Das habe ich nicht verstanden, was das bedeuten soll. Okay. Das war mir komplett befremdlich. Weil das ist, solltest du damit bemessen, wie viel da noch drin ist.